Und damit hallo meine Freunde zum sechsten GPL-Kampf gegen Eisschad aka Mert aka Dirty D64 aka The Dirty Dancer 64. Und ich wage zu behaupten, dass das einer der spannenderen, wenn nicht einer der spannendsten Kämpfe der GPL ist. Ich gehe einfach ganz schnell übers Team. Wir haben bei mir meinen Donphan. Das ist dasselbe Donphan wie letztes Mal mit einer Ausnahme, aber die sehen wir hier nicht und ich will ihn nicht spoilern. Aber es ist mein Choiceband Donphan. Dann haben wir Kobalion. Wir haben mein Choiceback Stundrak. Wir haben Stunfisk das erste Mal dabei. Wir haben mein Choicegarf Starmie und mein Snibunna. Auf seiner Seite sehen wir Mega Garchomp. Wir sehen Nidoqueen, Flampivian, Shuckle, Manaphy und Fostelka. Am meisten Angst hatte ich ganz ehrlich vor Manaphy, denn ich weiß, dass Manaphy mit Schweifglanz extrem gefährlich werden kann. Aber ich möchte gar nicht viel über das Team diskutieren, denn der Kampf ist um einiges spannender. Deswegen fangen wir einfach an. Wir werden sehen, ich leade mit Donphan, er mit Fostelka. Ist ja nicht das erste Mal, übrigens Blitzwing ein sehr schöner Spitzname, wie ich finde. Ich war mir nicht sicher, vielleicht kennt er mein Team, vielleicht kennt er es nicht, nur mein Donphan, aber ich bin einfach direkt auf den Feuerzahn gegangen. Anhand des Schadens kann ich sehen, dass er nicht voll physisch defensiv ist und... ja, ich nehme Schaden durch den Beulenhelm, er flincht. Ich hätte an dieser Stelle auswechseln sollen, aber ich dachte, ich hatte gehofft, dass er ist fordert, geht aber tatsächlich auf Manaphy. Und wie gesagt, vor Manaphy hatte ich echt Angst. Der Feuerzahn wird hier nicht viel machen. Ich habe keine Samenbomben auf dem Donphan, die habe ich runtergenommen für eine andere Attacke. Und ja, wie gesagt, die will ich nicht spoilern, die war dafür gedacht, um ein, zwei Sachen in seinem Team zu countern. Aber die hat er leider nicht dabei. Dann schicke ich stattdessen Floppy Disk rein, denn ich war mir relativ sicher, dass Floppy Disk selbst einen plus 3 Spezialangriff tanken kann, denn genau das macht Schweifglanz. Es wird dein Spezialangriff um plus 3. Das ist nicht schön für den Gegner, aber ich habe an Floppy Disk geglaubt, ich wusste, dass Stunfisk das tanken kann und tatsächlich mit 31 KP, das ist die Macht von der Soul Vest Stunfisk, greife mit dem Donnerblitz an, macht knapp die Hälfte, heilt sich das aber hoch. Und ist jetzt auf ungefähr 55% seiner HP, 55-60%. Geht hier auf den Eisstrahl und ja, leider wird Floppy Disk das nicht überleben. Aber es ist so ein, jetzt kommt, ich glaube, höchstens mein Regirock hätte das sonst überleben können. Und deswegen bin ich sehr stolz. Ich bin sehr stolz auf Stunfisk, es hat was getan. Ich schicke jetzt Bunnyhopper rein und... ich musste Bunnyhopper reinschicken, es war das einzige, wo ich mir sicher sein konnte, dass ich schaffe, das Ding auszunocken. Zugeben, der Switch auf seinen Blitzcrank hier war recht offensichtlich, aber ich hatte keine andere Wahl. So schlimm ist halt, dass er jetzt meinen Sash gebrochen hat, aber immerhin konnte er keine Tarnsteine rauslegen. Das freut mich schon mal. Jetzt schickt er Diane, Diane, ich bin mir nicht sicher, rein. Ich kann das Ding nicht one-hitten, nicht ohne einen Nebenorb, den ich vermutlich in naher Zukunft auch spielen wird. Ich schicke stattdessen Goaty rein, denn ich musste irgendwas opfern gegen die Erdkräfte. Und ganz ehrlich, Kobalion hilft mir gegen nichts wirklich aus seinem Team. So leid es mir auch tut, aber ich hätte Regirock mitnehmen sollen. Stattdessen schicke ich jetzt Garfi rein. Und er ruft zurück. Schickt stattdessen Aladdin rein. Sein... na, wie heißt's? Sein Manaphy nochmal. Und ich gehe jetzt hier auf den Psyshock, mache ihm damit nicht genug Schaden. Ich glaube, ich bräuchte jetzt noch 3 Psyshocks, um das mal nach wie zu sehen. Bin aber trotzdem drin geblieben, denn ich habe einfach auf den Crit gehofft. Aber er macht tatsächlich den Double Switch und das hat mich ein bisschen verwirrt. Er schickt jetzt Karmimon rein. Ich finde den Namen übrigens sehr, sehr gut. Und ja, ist sein Shuckle. Und bei Shuckle... ich habe nicht an eine ganz bestimmte Attacke gedacht, die mir das Leben so ein bisschen zur Hölle macht. Nämlich... nicht Abschlag. Nicht Abschlag. Abschlag ist auch eine nervige Attacke und er crittet hier, was natürlich keinen Unterschied gemacht hat. Wir werden hier sehen, der Draco-Meteor reicht jetzt leider nicht mehr aus. Mit den Choicebacks hätte er vermutlich ausgereicht. Ich habe es nicht gekalkt, aber ich denke mal... hier war auch so ein Gedanke, warum bist du nicht einfach auf Hydro-Pumpe gegangen? Das ist Gold, glaube ich, spiele ich hier drauf. Aber, Manaphy. Ja, hier gehe ich aufs Klebenetz und das Klebenetz macht mir ziemliche Probleme.
Ich schicke hier jetzt Task rein, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich immer noch schneller sein könnte und dass es mir nicht allzu viel Schaden machen kann. Ja, ich bin noch schneller. Er hat Zugabe eingesetzt, wollte mich in den Drakometeor locken. Aber Erdbeben nimmt es hier raus. Damit kriegt Donphan mal wieder einen Kill. Und schickt nächstes Aladdin rein. Und dachte mir, okay, solange er keinen Bonus hat, dürfte ich alles überleben. Und tatsächlich überlebt den Energieball. Gehe nochmal aufs Erdbeben und ja. Task, don't give a fuck. Task, just don't give a fuck. Denn das Erdbeben nimmt auch das Manaphy raus. Aber ich werde jetzt leider keinen Flammenblitz mehr von einem Flampivian überleben. Zumal das Flampivian meines Wissens nach gechoice-bandet war. Oder ein Leben-Orb. Aber ich glaube ein Choice-Band. Denn ich schicke hier jetzt Scarfy rein. Und ja, an dieser Stelle, ich glaube, das ist hier, wo ich mir selber den Arsch getreten habe, dass ich nicht auf Eisstrahl gegangen bin. Ja. Ich bin hier auf Surfer gegangen und habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn der gechoiced ist, entweder ein Band oder ein Scarf, dann würde er nicht drinnen bleiben. Und es wäre relativ egal, in was er wechselt. Eisstrahl wäre so oder so die sinnvollere Attacke gewesen. Und hier gehe ich jetzt auf Bunnyhopper. Ich bin mir gar nicht genau sicher, welche Pokémon ich zu diesem Zeitpunkt noch hatte, aber Bunnyhopper war nicht unbedingt die sinnvollste Idee. Denn es ist schnell, es ist selbst nach dem Klebenetz noch schnell. Und hier geht er jetzt, glaube ich, auf den Delegator. Ja. Macht Sinn, Delegator-Sets auf einer Mega-Knackkrack sind nicht gerade selten. Aber ich bin halt immer noch schneller, denn Mega-Knackkrack ist recht langsam und ich bin ein Snibunner. Aber selbst mit dem zerstörten Delegator kommt das Erdbeben natürlich noch durch und das überlebe ich nicht, da er mit dem Beulenhelm meinen Sash gebrochen hat. Rip, Bunnyhopper. Jetzt habe ich noch Scarfy. Und Scarfy, ich habe nicht nur noch Scarfy, aber ich habe halt noch Scarfy. Und Scarfy wird an dieser Stelle, ich glaube, mit dem Surfer Alibaba rausnehmen. Genau, mit dem Surfer nehme ich hier Alibaba raus. Was mich sehr gefreut hat, an dieser Stelle dachte ich mir, okay, hier kannst du jetzt mit Starmie einfach sweepen. Du hattest den Choice gehabt, das heißt, Lebenetz macht dir nicht so viel aus, das ist überhaupt kein Ding. Aber Choice gab Nidoqueen. Das hat mich sehr überrascht. Wir werden jetzt sehen, dass es hier überlebt. Ich wechsle an dieser Stelle aus. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht, obwohl es eigentlich relativ egal, was ich an dieser Stelle machen würde. Ich habe hier Pestilenz reingeschickt, weil ich wusste, er ist jetzt in den Donnerblitz gelockt. Und das heißt, ich kann einfach meinen Tandrak reinschicken. Und ich gehe jetzt hier auf Drakomitor. Ich wäre auf Hydropumpe gegangen, beziehungsweise Scald, aber Scald oder Surfer, ich weiß gar nicht genau, was ich drauf war. Irgendeine Wasserattacke, aber die hätte nicht ausgereicht. Ich habe nachgekalkt, ohne Choice Bags reicht die nicht aus. Ich nehme ja Knackkrack raus und er hat jetzt tatsächlich nur noch Nidoqueen. Und ihr werdet sehen, Nidoqueen, wegen dem Choice Scarf, killt mich mit den Erdkräften. Und nicht nur das. Es ist schneller als mein Scarf Starmie. Und so gewinnt er den Kampf mit einem Nidoqueen, das schätzungsweise 10 bis 20 KP hat. Mein Respekt. Ich weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll, außer GG. Das war ein echt gutes Match. Wir haben danach noch miteinander geschrieben. Wir haben einige schlechte Predictions gemacht und so. Aber vor allem der Flinch am Anfang von mir war natürlich unglaublich lucky von meinem Feuerzahn. Ich hätte nicht Kobalion mitnehmen dürfen. Aber man sieht mal wieder, was für eine unglaubliche Bodenschwäche mein Team hat. Ich weiß, wie ich das in der Rückrunde ändern kann. Ich habe schon ein, zwei Pokémon im Blickfeld, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Aber ja, das war's mit diesem Kampf. Nochmal vielen Dank. War ein echt gutes Match. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Schaut euch auf jeden Fall auch seine Sicht des Kampfes an. Link zu seinem Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö tschö.